Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Definition einer Extremstelle kennen. Unser Ziel für dieses Video ist es, eine notwendige Bedingung für Extremstellen kennenzulernen. Im Zuge dieses Videos wirst du auch verstehen, was notwendige Bedingung in diesem Zusammenhang bedeutet. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes haben wir hier auf der rechten Seite eine differenzierbare Funktion f dargestellt. Und wir haben hier die Stelle x0 eingezeichnet und an der Stelle x0 hat unsere Funktion f einen Hochpunkt, also eine Extremstelle oder wir könnten auch sagen ein lokales Maximum. Hier steht noten weiter, die Stelle x0 liegt im Inneren des Definitionsbereichs, also x0 ist keine Randstelle des Definitionsbereichs. Nun sollen wir hier eine Lücke im Text ausfüllen. Wenn x0 eine Extremstelle ist, dann gilt f' von x0, also die erste Ableitung unserer Funktion an der Stelle x0, ist gleich Punkt, Punkt, Punkt. Versuch zunächst die Lücke hier selbstständig auszufüllen und als kleiner Tipp von mir, erinnere dich an das allererste Fenster vom Arbeitsblatt zurück. Also dein Arbeitsauftrag, fülle die Lücke oben im Text und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir über die Lösung sprechen. Gut, wenn du dich an das erste Fenster vom Arbeitsblatt zurückerinnerst, wir haben hier den größten Wert von einer Funktion in einem Intervall, also zwischen Werten a und b gesucht. Und für den größten Wert gab es nur zwei Möglichkeiten. Hier links dargestellt haben wir ihn innerhalb des Intervalls gefunden und rechts dargestellt haben wir ihn an einer Randstelle gefunden, also an einer Intervallgrenze. Gut, hier für den Fall einer Extremstelle müssen wir den linken Fall betrachten. Also hier links haben wir einen Hochpunkt gefunden, dadurch, dass wir das Geodreieck nach unten verschoben haben. Und dieser Hochpunkt ist eine Extremstelle. Und die Art und Weise, wie wir den gefunden haben, ist, dass wir das Geodreieck horizontal, also parallel zur X-Achse, gelegt haben und dann nach unten verschoben haben und den ersten Punkt, den wir berührt haben, das war unser Hochpunkt, also unsere Extremstelle. Das heißt, aufgrund von diesen Überlegungen wissen wir sicher, dass wir bei Extremstellen immer eine horizontale Tangente haben. Und wenn wir die Funktion hat eine horizontale Tangente. Und wenn die Funktion eine horizontale Tangente hat, dann ist an diesem Punkt, also an der Extremstelle, die Steigung gleich 0. Das heißt, wir können somit ganz sicher sagen, wenn x0 eine Extremstelle ist, dann gilt f' von x0 ist gleich 0. Nun wollen wir noch kurz darüber reden, warum hier steht notwendige Bedingung für Extremstellen, also warum das Fenster so heißt. Und zwar, diese Bedingung muss für jede Extremstelle gelten. Das heißt, damit eine Stelle eine Extremstelle sein kann, muss sie diese Bedingung erfüllen. Also die Bedingung f' von x0 ist gleich 0. Nur dann kann x0 eine Extremstelle sein. Und deshalb ist sie eine notwendige Bedingung. Hier schon sei kurz angemerkt, die Umkehrung gilt allerdings nicht, nur weil für eine Stelle f' von x0 ist gleich 0 gilt, heißt das auch aber noch nicht, dass die Stelle eine Extremstelle ist. Mehr dazu wirst du in einem der weiterfolgenden Videos erfahren.